Ich begrüße euch in Folge Dragon Quest 9 Hütte des Himmels. Ich habe gerade schon mal angefangen mit der Beschwichtigungs-Quest, weil das sich halt angeboten hat. Wir haben eine Quest, wo wir irgendwie, ich glaube, 10 Monster oder so auf uns wütend machen müssen und die dann beschwichtigen müssen. Und die Quest hat sich gerade angeboten anzufangen, weil ich genau ein Monster wütend gemacht habe. Und ja, genau, deswegen habe ich dann das Beschwichtigen eingesetzt und sie so beschwichtigt. Und dann schon mal eins geschafft, genau. Das ist sehr schön. So. Und heute, in der heutigen Folge von Dragon Quest 9, machen wir keine Nebenquests oder so einen Scheiß. Nein, wir machen jetzt krass mit der Story weiter. Und gehen auch mal direkt hier hoch, weil wir jetzt zu dem anderen Dorf gehen, was aber von Monstern überfallen wurde vor langer Zeit. Hat uns zumindest letzten paar die verstorbene Königin gesagt, also der Geist der Königin, logischerweise, nicht Königin, der Frau des Stammesoberhaupts, der Bazurek. So, und dort werden wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube, es war auch eine Gras suchen, um, ja, was auch immer zu machen. Ich habe es wieder voll vergessen. Ist wieder ein bisschen länger her, die letzte Folge. Der Witz ist, ich habe die genau heute aufgenommen. Ich hab's auch irgendwie wieder vergessen, ich weiß nicht. Da sieht man wieder, wie gut mein Gedächtnis ist. Aber ich habe seitdem auch andere Let's Plays aufgenommen, deswegen. Final Fantasy 5 zum Beispiel. Auch ein sehr schönes Spiel. Wem das hier gefällt, dem hat Final Fantasy 5 sowas von gefallen. Es hat auch einen wundervollen Humor, genau wie Dragon Quest. Es hat genau wie Dragon Quest ein Berufssystem. Und all sowas halt. Oh. Ja, genau. Bayama, das war die verstorbene Frau. Ich werde den Weg frei machen. Hat sie uns den Schlüssel gegeben oder so? Große Tore von Gerzun. Öffnet euch und lasst diesen Reisenden passieren. Alles klar. Das wäre doch voll cool, wenn das funktionieren würde. Geht nun, sammelt das, genau, Bordura-Gras und bringt es meinen geliebten Sohn. Er möchte damit Sarantats drei wahre Gestalt enthüllen. Jeder, die sie hatte. Jeder, sie die leuchtende Himmelsfrucht verzehrte. Aha! Gut, da wissen wir jetzt die Wahrheit über Sarantatata, wie auch die heißt. Sarantatsral. Was ein Name. So, und ich weiß noch, wie die aussieht in Wahrheit. Das ist ein sehr wundervolles Aussehen. Darauf könnt ihr euch freuen. Ihr müsst Bazurek retten. Ihr müsst die Ebene selbst von dem Untergang retten. Naja, komm, okay, machen wir alles schon. So. Oh, guck mal, hier haben wir umgefärbte Version der Masken. Die kennen wir ja schon aus der Schule. Grinsgötze, alles klar. Aus dem Keller, also nicht Keller, aus dem Dings der Schule halt. Der alten Schule. Genau, so hieß das Ding. In der Scheinspiegel-Schule halt. Dort, wo wir den Lehrertypen getroffen haben. Den Geist des Lehrers, so. Genau. Und jetzt kamen die schon direkt umgefärbt vor. Gut, wir können mal gucken, was es so Cooles in Häusern gibt. Das war scheinbar meine Kirche. Interessant. Das Teil scheint aber nicht groß. Ach nee, doch, da ist ein weiterer Weg. Okay, ich sehe es gerade auf der Karte. Ich dachte, da wäre kein weiterer Weg mehr. Oder hier geht's gar nicht weiter, okay. Alles klar. Dann gehen wir mal hier runter. Ach, hier geht's auch noch weiter runter. Oh Gott, diese ganzen Wege hier überall. Was haben wir denn hier Schönes? Da hinten sind auf jeden Fall ganz viele Truhen. Das ist ziemlich cool. Oh, neue Rüstungen, okay. Eine Höhenrüstung, okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob es die auch in alten Teilen mal gab oder so. Ich glaube sogar nicht. Höhenrüstung kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Vom Namen her. Oh, sehr schön, Kev. Deswegen, ich weiß nicht. Doch, Höhenrüstung kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die sahen eigentlich anders aus. Egal. Oh, bitte nicht töten, Benny. Oh, die hätte ich jetzt auch beschwichtigen können. Och, Mann. Das ist doch dumm. Das ist immer das Problem, wenn ich mit mehreren Personen den gleichen Gegner angreife. Das ist doch scheiße, mal ganz ehrlich. Das muss ich mir abgewöhnen, mal den gleichen Gegner anzugreifen. Das ist halt sowas wie Beschwichtigung eventuell wirken kann irgendwie. So. Wow. Da drüben ist eine verschlossene Truhe und ich kann sie nicht öffnen. Toll.
muss ich mir merken, dass wir hier noch Schlüssel haben. Nicht Schlüssel haben, ich meine Schlösser haben, die wir öffnen können. Mit irgendeinem späteren Schlüssel irgendwann mal. Das sollte ich mir irgendwo aufschreiben. Jetzt brauche ich nur ein Papier irgendwie. Das ist kein Problem. Ich weiß auch nicht, mit welchem Schlüssel das geht, deswegen. Egal, so, was haben wir da Schönes? Ein Ausnüchterring, okay. Und eine Hephaistusflamme. Ich weiß nicht, ob eventuell irgendwie der Ausnüchterring verflucht ist oder so ein Scheiß, kann das sein. Ah, das ist ziemlich cool. Fatamorgana-Magie. Abwehr bleibe gleich. Du behältst schön einen Flinkheitsring. Ja, dann kriegst du einfach mal. Einfach weil es die Abwehr erhöht. Nicht erhöht, aber Fatamorgana-Resistenz halt. Sehr schön. Ausnüchterungsring, wundervoll. Ja, okay. Das wäre auch ganz cool eigentlich. Dieser Ring hier. Whatever. So. Damit haben wir schon mal einen coolen Schatz gefunden. Moment, ich habe die Plätze. Hier ist eins, das ist aber voll geschrieben. Moment. Wo? Ah, hier ist eins, sehr schön. Ich habe hier voll viel Stuff auf einem Tisch rumliegen. Das ist das Problem. Schreibe ich mir gleich auf den nächsten Kampf. Sonst verschwende ich zu viel Zeit hier. Gerzun heißt das Dorf, okay. Das muss ich mir merken. Und dann kann ich mir aufschreiben, Gerzun, zwei Truhen. Oder sowas in Richtung. Ja, ja. So, okay, was steht auf dem Grabstein drauf? Unser Dorf wacht über das heilige Gras. Gepriesen sei das Bodura-Gras, okay. Hier war schon mal mein Laden gewesen. Hier ist noch ein Haus. Das Dorf sieht ja quasi genauso aus wie das andere Dorf. Einziger Unterschied ist, es ist eine Höhle drin. Das ist voll krass, wenn man so drüber nachdenkt, dass einfach so ein Dorf von ganz vielen Monstern ausgerottet wurde quasi. Das ist ja so das Ding. Das ist schon ziemlich krass. So, jetzt kann ich mir das aufschreiben. Wie ist das Dorf? Ich hab's mir vergessen. Egal. Zwei Truhen. So. Und gleich schreibe ich noch den Namen dazu, den ich gerade nicht weiß. So. Blitz schlägt ein. Wow. Fabi ist stumm. War er schon stumm, als er Krach wirken sollte? Ich weiß es nicht. Whatever. So. Ein Schadenspunkt. Das war krass, Fabi. Das war sehr, sehr krass. Und bam, er ist tot. Nice. Ich hab's schon sehen. Komm. Oh, nicht töten, Benny, bitte. Mann, diese... Mann, das ist doch unfair. Haben wir nicht auch eine Ability, wo man irgendwie... Nee, das verwechsel ich gerade. Haben wir nicht. Kannst du bitte wiederbelebt werden, bitte, Fabi. Ich habe auch noch ein paar... Dings, ein paar Yggdrasil-Blätter, aber trotzdem. Leb doch, du Stück Scheiße! Dankeschön! Seht ihr, wenn man mal ein bisschen wütend wird, dann passt das hier. Wow, wir haben so viel MP jetzt dadurch verloren, das ist genial. Das ist genial einfach nur. Richtig, richtig krass genial. Wo ist mein... Ach, da ist mein Zauberwasser, okay. Das sehe ich gar nicht ein, das ruhe ich mal wieder hier. So, ja, schnell raus hier. Wundervoll. So. Was steht hier Schönes? Das Bodura-Gras wächst inmitten des Wassers, das in den Tiefen fließt. Oder ein Dorf. Gepriesen sei das Bodura-Gras. Okay. Da ist eine Truhe drauf. Das ist spannend. Oh, hier ist ein neuer Gegner. Gerzun. Okay, jetzt kann ich mir das aufschreiben. Gerzun. Oh Gott, das sind ziemlich viele Monster. Gerzun. So. Wundervoll. Dann hoffe ich mal, dass ich das nicht vergesse irgendwie. Wo ich diese Platte hinlege oder so.
Gab es eigentlich noch irgendwann mal irgendwelche Orte, wo es noch ein paar Truhen für mich gab? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein. Kann sein. Kurz. Das ist uncool. Aber gut. Ich finde es auch krass, wie stark meine Truppe eigentlich mittlerweile ist. Die ist halt schon ziemlich stark, muss man einfach so sagen. Hält viel aus. Goldarmschienen, sehr schön. So. Da ist eine rote Truhe, okay. Was haben wir hier unten Schönes? Ein Brunnen. Ja klar, braucht auch jede Stadt, um Wasser rauszuschöpfen und so. Deswegen ergibt das schon Sinn mit einer Mini-Medaille, sehr schön. So. Hier hat doch scheinbar wer geschlafen damals. Interessant. Ich frage mich, was mit den Bewohnern des Dorfs passiert ist. Ob die alle tot sind oder ob die eventuell in das andere Dorf eingewandert sind quasi. In Bad Zurek halt. Das wäre spannend zu wissen. Das ist aber auch eine sehr interessante Art, den Dungeon zu designen. Man nimmt einfach mal so ein... wie viel Medaille ich eigentlich hier bekomme. Man nimmt einfach so ein Dorf und macht das zum Dungeon quasi. Das ist einfach genial, finde ich. Diese Idee. Das ist eine ziemlich coole Idee auf jeden Fall. So, was ist hier? Nichts mehr, okay. Dann kämpfe ich gegen dich, liebe Höhenrüstung. Das wird ja schnell gehen. Ich meine, es ist nur ein Gegner. Wehe, Kev, du machst ihn jetzt wieder wütend. Ich kann ihn nicht beschwichtigen, weil er definitiv sterben wird. Okay, sehr schön. 120, wow. Da sieht man wieder, was dieser Multiplikator alles bringen kann. So, hier geht es ja wahrscheinlich weiter. Oh, okay. Scheinbar sind die halt echt alle tot. Das ist einfach nur krass. Monster haben alle überfallen und auch getötet. Das ist schlimm. Echt mal. So, was steht hier Schönes? Wir wachen über das Bodura-Gras und es wacht über uns. Ja, hab er gesehen. Sein Geruch hält die Bestien fern, gepriesen als Bodura-Gras. Selbst wenn unser Dorf untergehen sollte, wird das Gras weiterleben, bis alle in aller Ewigkeit. Gepriesen sei als Bodura-Gras. Man hat ja gesehen, wie euer Dorf weiterleben wird. Das hat nicht so gut geklappt, Leute. Da wünsche ich mir fürs nächste Mal ein bisschen mehr, wie heißt das Wort? Ein bisschen mehr... Dass ihr euer Dorf ein bisschen mehr beschützt, sagen wir es so, genau. Das ist eine gute Aussage. So. Kannst du jetzt bitte sterben, Fresskiste, dankeschön. Das sind ja auch ganz bekannte Dragon Quest Gegner, solche Fresskisten. Ja. Allgemein, das sind so typische Gegner, die Fake-Kisten. Schleimkrone, das ist nice. Von dem Schleimkönig, ihr wahrscheinlich schon mal bemerkt habt. Für dich nicht. Ja. Flinkheit sinkt. Nein, dann nicht. Für dich ist magische Medizin ganz wichtig. Okay, soll er nur um 3 Punkte sinken. Okay, bei dir ist magische Medizin egal, deswegen kriegst du dir. Wundervoll. Ist eventuell dein Kopftuch für irgendwie anders besser. So. Nein. Guck mal, das würde deine magische Medizin erhöhen. Nimm. Und die sind auch ziemlich gut. Okay, nein, danke. Ja, guck mal, das würde bei dir... Okay, magische Macht brauchst du nicht. Auch schon nochmal deine Abwehr senken. Aber magische Macht erhöhen. Wieso erhöht das jetzt bei dir die magische Medizin? Ich verstehe es nicht. Egal. Magische Macht ist mir gerade wichtiger, deswegen nehme ich es einfach mal. Jetzt hat Fabi stylische Katzenohren. Wundervoll. Spezialarznei, nice. So. Und ein Stein auferstehen. Wundervoll.
So. Dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Seid gegrüßt, Reisender aus fernen Ländern. Wir Einwohner dieses Dorfes verstecken uns, bis die Monster weg sind. Ihr habt euch scheinbar ein bisschen lang versteckt. Ihr seid nämlich alle tot. Diesem Gras haben wir es verdanken, dass die Bestien unsere Heiligtümer nicht betraten. Gepriesen sei als Bordura-Gras. Hättet ihr es mal mit ins Dorf genommen, dann wären die auch nicht ins Dorf gekommen, wahrscheinlich. Manchmal frage ich mich, sind wir bereits hinübergegangen und in die andere Welt? Die Grenzen verschwimmen. Aber Gerzun ist unsere liebte Heimat. Was auch geschieht, sie können wir nicht verlassen. Oh, alte Frau. Eine aus unserem Volk hat uns verlassen. Sie lebt jetzt in der Bazurek-Siedlung. Ich frage mich, ob es ihr dort gut ergeht. Sie heißt Bayama. Okay. Ihr Körper war schwächer als der andere, aber sie arbeitete hart und war von angenehmem Wesen. Das heißt, Bayama kommt also eigentlich aus Gerzun, also die Frau von dem Häuptling. Hier in der Nähe wächst das wundersame Bordura-Gras. Unsere Vorfahren haben uns gesagt, dass der Saft aus diesem Gras habe die Kraft. Das war gerade ein super deutscher Satz von mir. Unsere Vorfahren haben uns gesagt, der Saft aus diesem Gras habe die Kraft, die wahre Form eines Ungeheuers zu enthüllen. Ja, und genau das wollen wir auch machen. So. Das ist ein schöner Ort. Auch wenn es irgendwie unlogisch ist, dass hier unten Bäume wachsen, aber gut. Das ist ein sehr, sehr schöner Ort hier. Das gefällt mir. Wie auch der Sonnenschein hier reinschimmert. Das ist sehr schön. Gut gemacht, Marvin. Du bist jetzt ein großer Grasrupfer. Jetzt müssen wir es nur noch zu Bazurek bringen. Er ist zurück zu den Jurten gegangen, nicht wahr? Und wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Naja, immer mit der Ruhe, Stella. Das war ja ein cooler Dungeon, das war ganz ehrlich. Aber ein cooler auf jeden Fall. Ah ja. Mir gefällt die Idee, halt ein Dorf als Dungeon zu nehmen. Ist eine ziemlich coole Idee auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt mal uns hier heilen, würde ich sagen. Und dann können wir dem Boss gegenübertreten. Das machen wir noch heute, komm. Wir haben ja nichts zu verlieren quasi. Machen wir noch heute. Ja, ja. Ja, ja, ist gut. Bla, bla. Ich möchte pennen. So. 5328 Gold habe ich also. Nicht so viel. Also nicht mehr so viel. Hat immer mehr. So. Und dann haben wir demnächst alle 7 goldenen Phygien. So, wo bist du jetzt, Bazurek? Bist du eventuell oben im Häuptlinghaus? Oder bist du zu den anderen Jurten gegangen? Das wäre interessant zu wissen. Ich hoffe, du bist einfach hier. So. Wenn nicht, nein, scheinbar nicht. Wow. Wow, okay, dann er ist wirklich oben. Okay. Dann weiß ich nicht, ob wir den Boss heute noch schaffen. Das ist halt so das Ding. Aber gut. Dann geht's halt vielleicht mal einen längeren Part, was weiß ich. Es ist halt auch so, Bazurek hätte sich voll gut als Teammember geeignet, oder nicht? Dass er so sagt, wenn man halt die ganze, den ganzen Stuff hier beendet hat, also so sagt, ich möchte mit euch reisen, so ein ganz typisches japanische Ding halt. Aber nein, es ist natürlich nicht sowas, ist einfach richtig schade, finde ich, dass es in dem Spiel keine richtigen Teamkameraden gibt. Das ist halt einfach so, weil das Spiel, wie schon oft gesagt, mehr auf Multiplayer ausgelegt ist. Deswegen gibt es keine Teamkameraden. Das ist immer nur schade. Das hätte das Spiel nur um so viel besser gemacht, ganz ehrlich. So. Sag mal, merken die anderen Leute nicht, dass der Affe hier ist? Habe ich ehrlich gesagt, dass ich dich besuchen werde, Kunbisch? Du darfst nicht mehr herkommen. Ah, Marvin, bitte, dürft mich nicht so erschrecken. Was bringt ihr mit da? Ich glaube, ich habe so etwas vor langer Zeit schon mal gesehen. Natürlich, Bordura-Gras. Meine Mutter hat es mir gezeigt. Warum tragt ihr das bei euch? Ja, ihr sagt, ihr seid dem Geist einer Mutter begegnet? Was? Ich bin zwar ein einfacher Mann, der eben, wenn aber nicht so abergläubisch, dass ich sowas für möglich halten würde. Kunbisch, du bist weise wie ihr und je. Marvin hat uns auch geglaubt. Nun müssen wir ihm Glauben schenken. Also sprach meine Mutter davon, dieses Bordura-Gras zu nutzen, um Sarantats reihe wahre Gestalt zu enthüllen.
Sobald wir dieses Monster mit einem Aufguss aus Budura-Gras bespritzen, fällt seine Maske und sein wahres Gesicht zeigt sich. Und lass wir den Leuten von Matsuri die Augen öffnen, so können wir unsere Ebenen beschützen. Wollt ihr mir das Gras geben? Ich danke euch, Marvin. Es war eine weise Entscheidung, euch die Wahrheit zu erzählen, wie mir scheint. Jetzt müssen wir das Gras nur noch zum Malm und den Budura-Aufguss daraus gewinnen. Ja, Kornbüsch, nach Bad Zurek. Ich werde zuerst diejenigen ablenken, die sich draußen befinden, dann kommst du nach. So sei es. So. Wundervoll. Dann, wie auf der Karte meine Leute aufgeploppt sind, interessant. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das im nächsten Part mit dem Boss. Also, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao. Euer Vivro. Tschüss.